Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Hier ist wieder der Stanley aus seinem Filmzimmer, heute mit der Masters of the Universe 30 Jahre Kommemorativ Edition. Diese Edition habe ich mir bei eBay für 50 Euro erworben. Der günstige Preis hat natürlich auch seine Schattenseiten. Und zwar werde ich die euch gleich zeigen. Die Außenverpackung, also die transparente Box, hat leider einige Schäden. Das war auch so angegeben. Aber gucken wir uns das gute Teil mal an. Wie gesagt, leider, leider die Umverpackung einige Schäden. Ja, die Box an sich wird so je nachdem, wo man guckt, zwischen 150 und 300 Euro gehandelt. Das ist schon ein Wahnsinnspreis für eine ausländische Box. Das ist aus Amerika. Ja, hier sieht man schon, habe ich oben schon ein bisschen geklebt. Hier an den Rändern überall. Ich weiß nicht, was der Typ damit gemacht hat. Vielleicht Transportschaden. Ja, ich packe es mal aus. Das Ding ist aus Amerika. Regionalcode 1, DVDs. Hier haben wir die Box mit diesem, ich nenne es einfach mal 3D-Print von Castle Grayskull vorne drauf. Das sieht richtig cool aus, als ob es wirklich in dem Karton drin wäre. Ja, wo war ich stehen geblieben? Limited Edition. Ja, das Teil ist auf 15.000 Stück weltweit limitiert. Ich habe die Nummer 3153. Hier haben wir noch ein paar Artworks draußen. Gucken wir uns mal an, was das Ding von innen zu bieten hat. In der Box enthalten, neben diesem weiteren Artwork, ist unter anderem ein goldenes Zauberschwert für irgendeine Actionfigur. Das gibt es auch so nur in dieser tollen Box. Dann haben wir eine Soundtrack-CD mit Ausschnitten, Betonung auf Ausschnitten. Ausgewählten Tracks aus dem Soundtrack von Masters of Universe. Hier sind 11 Stücke drauf und ich glaube der Original-Soundtrack, oh den, mein Gott, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ich habe den in meiner Sammlung, also der hat weit über 40 oder 50, 60 Tracks drauf. Ja, also das ganze Box hat natürlich keinen deutschen Ton. Ein Episodenguide. Blättern wir mal durch, aber jeder weiß, wie ein Episodenguide aussieht. Na, was ist hier? Filmations, He-Man, Masters of Universe. Weiter hinten kommt dann irgendwann The New Adventures of He-Man. Gucken, ob ich das hier finde. Ja, wo ist er denn? Ah, hier. New Adventures of He-Man. Ich weiß nicht, ob sich da noch einer dran erinnert. Anfang der 90er müsste das gewesen sein. Floppte leider. Und hinten dann die sogenannte 2000X-Serie, die eigentlich floppte, aber doch sehr beliebt war irgendwie. Bonusmaterial gibt es natürlich auch. Könnt ihr euch jetzt mal durchlesen. Wie gesagt, ja. Die Box gibt es nicht so oft, vor allem nicht bei eBay Deutschland. Im Ausland, ja, 120 bis 150 Dollar plus Versand plus Zoll. Amazon.de, ja, an die 300 Euro wollen da manche Verrückte für haben. Ja, die DVDs sind in diesen blöden Hüllen hier untergebracht. Ja, die zwei Staffeln von Masters of Universe. Dann, ja, bin ich leider etwas enttäuscht. Ich war in der Annahme, es wäre die komplette Serie von The New Adventures of He-Man drin. Leider sind es nur zwei DVDs mit Best-of-Folgen. Und dann, ja, bin ich ein bisschen enttäuscht, dass da nur Best-of-Folgen drauf sind. Sowas mag ich eigentlich überhaupt nicht. Und dann noch vier. Ja, die vierte ist hinten in der Box drin, das hängt da unten immer so.
4 DVDs zu der letzten Serie, die es gibt. Ja, das Teil ist sicherlich schön für mein Regal, sonst hätte ich es mir nicht geholt. Für meine Cartoon-Sammlung sowieso. Die 2000X-Serie habe ich jetzt endlich komplett. Auf Deutsch gab es ja nur die erste Staffel. Ja, für 50 Euro finde ich es okay. Trotz der Schäden, also 150 bis 300 Euro, wäre es mir nicht wert gewesen. Was haltet ihr davon? Würdet ihr eine Edition kaufen mit leichten Schäden? Wenn ihr ein Vielfaches des Preises sparen könnt, lasst es mich wissen. Ansonsten ein Like oder ein Abo. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.